Mahlzeit, Leute. Ja, ihr schaut vor Airbytes. Ich bin der Sascha und ich bin in Reflex Unit 2 mit der Oculus Quest. Zunächst einmal Dankeschön. Das Ding wurde mir empfohlen auf meinem Discord. Und ich habe es mir dann heute geholt und ich schaue jetzt auch direkt rein. Ich bin sehr gespannt. Dieses Spiel gibt es offiziell auch für die Oculus Rift im Oculus Store und auch für die Oculus Go ebenfalls im Oculus Store. Die Quest-Version müsst ihr euch, ich sage jetzt mal leider, über SideQuest holen. Die hat nicht geschafft auf die Quest oder in den Quest Store, weil Oculus ja ziemlich hohe Qualitätsansprüche hat, was die Quest angeht. Warum das so ist, ob das berechtigt ist, das finde ich jetzt für euch heraus. Ich habe das Ding, wie gesagt, über SideQuest gekauft. Das ist derzeit im Angebot für 4,99 €, kostet regulär 9,99 €. Und dann noch ein bisschen Steuern drauf, US, tralala. Und ich habe im Ganzen 5 Euro per Kaputte bezahlt. Ja? Das ging auch alles total easy. Das ist ja diese iOS-Switch. Ich habe keine Ahnung, wie die Plattform heißt. Kurz mit PayPal bezahlt. Ich habe einen Download-Link bekommen. Runtergeladen das Ding. Und direkt dann mit SideQuest die APK-Datei auf meine Quest geschoben. Ja, jetzt schaue ich natürlich rein. Ich bin gespannt. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ich stehe hier in so einem Hauptmenü. Hier sind so Mechs. Ne? Hier sind so 3 Bildschirme. Und das sieht richtig gut aus, muss ich sagen. So, und die Controller habe ich richtig in der Hand, also nicht wie bei der Go, dass die immer so vor einem sind. Und das sieht echt cool aus, muss ich sagen. Das ist Quest-Niveau, auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir mal rein. So, was haben wir da? Da haben wir eine Erde vor mir. So, wir haben ein Tutorial, wir haben ein Versus Online, wir haben eine Kampagne für Einzelspieler, ein Co-op Online, ein Survival Online und natürlich Einstellungen. Ich gucke erstmal die Einstellungen. Mein Gott, nee. So, Aim-Mode, Standard oder Advanced. Ich lasse das erstmal auf Standard. Use Touch-Controllers for Aiming if active. Head Aiming is if using Gamepad. Achso. Was? Ich lasse das jetzt so, ne? Ich lasse das einfach so. Okay. Online Public, Play with Anyone, Music 5, Sound FX, Search Campaign for Updates. Also das ist Hilfe, ne? Also man kann es auch mit einem Controller spielen, ja? Okay, Rotate, Menü, Fire, okay, das sieht also noch relativ easy aus. Gut. Ist alles in Englisch? Dann machen wir mal ein Tutorial. Bin gespannt. So. Das sieht ja geil aus, Leute. Ich sehe jetzt so eine große Map. Tutorial. Welcome to the tutorial. Let's begin by selecting a loadout. New loadouts can be found in the campaign. Okay, das muss ich also dann suchen. Continue. So, was haben wir denn da? Nur den? Ja, der sieht jetzt nicht ganz so toll aus, der Typ, aber das sieht aus, das gefällt mir, ne? Kann man da ein Stückchen näher dran gehen? Was würde so da gehen? Okay. Aber ich glaube, jetzt sind wir so stehen, das soll ja wahrscheinlich so sein. So. Configure your drop cloud for deployment. New equipment can be unlocked in campaign mode. Add an assault drive. Stealth cloud, oder wie ich das schön speed. Ja, mehr kann ich nicht machen, ne? Dann nehmen wir den. Das sieht ja echt cool aus. Also das kann ich hier so lenken, das kann ich so ziehen und schießen. Das ist ja geil. Das ist ja wie so ein großes, ja, wie so ein großes Spielfeld. Guck mal, das scrollt alles so mit. Das ist ja echt cool. Das gefällt mir, Leute. So, kann ich daher? Da sind so Zielscheiben. Guck mal, kann ich eben. So, press the trigger button to fire. Try shooting the wooden mechs. Okay. Aha. Ich muss wahrscheinlich dahin, wo das diese grüne Rauchwolke ist. Okay. Now head towards the green smoke. The white arrow will always point towards the next object. Okay, also der weiße Pfeil zeigt mir, wo ich hin. Leute, das ist voll komisch, weil das bewegt sich hier. Und ich stehe aber auf der Stelle. Also muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Das Abschießen. Kann ich nicht, okay. Okay, ich habe jetzt irgendwas aufgenommen. Unit ready. Oh, jetzt kriege ich einen Mech, cool. So, each character has a special ability you can activate. Okay. Der geht jetzt gleich noch ein bisschen schneller. Okay, aber er sagt mir jetzt nicht, wie es geht, ne? Wie soll ich das machen? Oder haben die irgendwas übersehen? Oder steht hier irgendwo was, welchen Knopf ich drücken soll?
Ecke B ist Pause. Okay, das mache ich mit dem linken Trigger. Aber ich komme hier nicht vorbei, was ist das? Ach, ich muss länger drauf schießen, Leute, ich bin auch blöd. Aber da komme ich nicht her, ne? Ach so, der weiße Pfeil, okay. So, das ist total smooth, wenn ich das drehe. Oh, das gefällt mir, Leute. Also hätte ich auf den Screenshot jetzt nicht erwartet. Okay. Aber sollte man noch vielleicht besser in Sitzen spielen, ne? Da kann ich sogar durchschießen. Okay. Achso, das kann ich nicht fahren. Okay. Guck mal, soll das kaputt machen? Nein. Und dann kann ich mit dem rechten Analogstick kann ich das ganze Spielfeld sogar drehen. So, irgendwas bekomme ich jetzt. Generators. Tutorial complete, das war alles. 5, 4, 3, 2, 1. So. 3 years ago, Japan was attacked by a robotic drone army. Der Soundtrack ist cool, ne? Okay, muss ich drücken? Nee. Enemy is back. Aber warum hat das Ding das denn nicht in den Kristall geschafft? Das ist cool, ehrlich. Das erinnert auch so ein bisschen an Command & Conquer, ne? So ganz leicht. Von der Atmosphäre her, sag ich jetzt mal. Hier mit dieser Karte. Kann ich jetzt spielen? Okay, das ist die Kampagne. Die hat dann 1, 2, 3, 9 Missionen. Oder es geht da noch weiter, das weiß ich nicht. Machen wir Mission 1. Achso, go. So, jetzt bin ich gespannt. So, die erste Mission spielen wir natürlich jetzt nicht. Ich hoffe, das dauert nicht so lang. Ja, und jetzt? Achso, continue. Ja, müssen wir ein bisschen lesen, ne? Okay. Was ist das? Ja, dann gibt mir gleich das dicke Ding, ne? Ist doch besser, oder? Auf jeden Fall. So, Start. Auch das Wasser hier und so, ne? Richtig cool. Okay. Da kommt Mannequins. Auch das sieht cool aus, Leute. Das hat voll was. Ich habe einen gekriegt. Das ist echt geil. Also da mag man auch wieder richtig so erkunden und so, merke ich gerade. Also einfach mal in eine Richtung laufen, wo man gar nicht hin muss. Haben die irgendwas mitgenommen? Auch kaputt. Okay, ich gehe natürlich jetzt mal dahin, wo ich hin muss. Und sowas kann man sich ja echt verlieren. Da kann ich ja runterschießen. Auch das geht, ne? Über verschiedene Ebenen runter, also Höhenunterschiede schießen. Ich nehme an, das Blaue ist dieser Schild, ne? Muss ich da was aufnehmen oder lädt er sich so wieder auf? Ey! Das geht richtig smooth von der Hand. Okay, ich muss für die, für das Special muss ich das aufnehmen. Da ist irgendwas. Da komme ich nicht hin. Warum nicht? Ich will das haben. Ich kämpfe da nur mit dem Mannequin hin, oder wie sieht das aus? Wahrscheinlich, ne? Okay, ich gehe mal weiter. Muss ich jetzt oben rum oder muss ich jetzt da unten? Aber das macht echt Bock, Leute, und das sieht echt cool aus. Ability
loading. Okay, hier geht's runter. Ihr müsst natürlich schauen, wenn ihr rückwärts fahrt, also jetzt so die Karte, dass diese vor mir ist, dass euch keiner in den Rücken fällt. Ne? Das ist natürlich klar. Ach, da oben sieht man auch die große Karte nochmal. Guck mal. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Okay, jetzt kommt da so ein Mess. Also auch verschiedene Gegner. Aber das sind nicht die Mannequins, ehrlich. Also das macht voll Laune, ehrlich. Okay, ich muss hier rein, ne? Ich muss da hoch. Aber da ist was? Ich hab irgendwas eingeschaltet. Auch kaputt. Okay, mein, Wieso ist das offline? Hä? Das ist doch, ich hab doch immer noch so ein bisschen blau, ne? Das geht nicht, also mein Schild geht nicht, warum weiß ich nicht. Ich hätte irgendwo nicht aufgepasst, ne? Ich bin nicht kaputt. Gar nicht so einfach. Okay, was war das denn? Okay, da muss ich rein wahrscheinlich, ne? Er tut reloaden, das war's. Ich komm da mal nicht hin. Ich treffe den nicht. Egal. So. Oh, jetzt geht das im Gebäude weiter. Oh Leute, ist das cool. Ehrlich. Hä? Nein. Ich wieder raus. So ein Mini-Ego-Shooter, ne? Ah, jetzt bin ich unsichtbar. Okay. Okay. Boah, das sieht wirklich gerade ein Scharf aus, Leute. Ich finde keine Sachen. Also vielen Dank für den Tipp auf jeden Fall. Ich finde das Ding richtig cool. Objective achieved. Wie lange geht denn das? Dann dreh dich mal. Dann muss ich wahrscheinlich wieder raus, ne? Ja, das bringt da auch. Ey! Hat der mir gleich in meine Rüstung zerdeppert? Also das kann man nicht kaputt machen, ne? Nein. Und höre hier irgendwas. Ist hier so ein Panzer? Wo muss ich denn hin? Ach, da hoch? Ich bin kaputt. Okay, ich dachte mir etwas Neues. Also, was ist das denn? Probier das mal, ne? Ach komm, Leute. Auch nicht von vorne, oder? Nein. Okay. Ich gehe jetzt aber mal da. Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss. Ich muss eben wieder hochkommen, ne? Geil wäre das natürlich jetzt nur eine Ego-Perspektive, ne? Gar keine Frage. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, Leute. Ich muss irgendwie da hochkommen, ne?
Das erschließt sich mir noch nicht so ganz. Ach guck mal, ich sehe sogar da, wo gegnerische Einheiten sind. Das sieht doch gut aus jetzt, ne? Durch hier hinfahren. Oh. Ich bin von allen Seiten ein. Das ist aber schwer, Leute. Dann nimm nochmal das Ding. Wo komme ich denn jetzt hier hoch? Aha. Der hat auch so ein Ding. So, wo soll ich jetzt hin? Irgendwo hier, ne? So. Oh, das geht aber lange, Leute, so eine Mission. Objective achieved. Treffe ich nicht. Kommen die immer wieder oder wie habe ich das? Ich weiß nicht, ob die nachspawnen, kann das sein? Ja, da war ich doch, ne? Ach, da muss ich raus, ne? Genau. Dann hier runter. Ability offline. Reloading. Ja gut, das Ding kriege ich ja jetzt nicht, ne? Jetzt hier hoch. Fahren wir mal. Das sieht gut aus. Mission accomplished. Erste Mission geschafft? 5, 4, 3, 2, 1. Ja, 0. Ja, und dann kommt Mission 2 und dann kommt 3, 4, 5. Also ist auch 7% dann. Wie gesagt, das kostet einen 10er. Und, was ist ein Fragezeichen? Okay, Normal Mode, Expert Mode, Pickup, Soldier. Exit, ich traue mich jetzt nicht, ob ich dann ins Menü oder ob ich dann ins Hauptmenü komme. Ich sage, ja gut, ja, auf jeden Fall, es hat mir unheimlich Spaß gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, danke für den Tipp. Also kann ich echt empfehlen. Es gibt es, wie gesagt, nicht im offiziellen Oculus Store. Ihr müsst das wirklich über Sidequest, aber da ist auch eine Demo. Also ihr könnt euch erst eine Demo runterladen via Sidequest und da erstmal reinschauen. Aber das Ding, echt, also da habe ich mich von den Screens so ein bisschen täuschen lassen, weil die Screens sehen echt so ein bisschen meh aus. Gerade dieses das Titelbild, ne? Ich gucke viel nach Titelbildern und das hat mich nicht überzeugt und dann habe ich das auch immer so drüber weggeguckt. Nee, kann ich echt empfehlen. Hat mir super Spaß gemacht. Werde ich auch weiterspielen. Mal gucken, ob ich es auf dem Kanal weiterführe. Mal schauen, wie die Resonanz bei euch ist. Und dann spiele ich gerne im nächsten Let's Play mit Mission 2, wenn ihr Bock habt, ne? Und es geht natürlich noch in Multiplayer. Komm, wir machen das jetzt einfach. Ich mache jetzt Exit. Ja, dann komme ich wieder in das Menü. Alles gut. Und ihr könnt das, wie gesagt, auch Versus Online spielen. Ihr könnt das auch im Co-op Online spielen. Das finde ich geil. Und ein Survival gibt es auch noch. Ja, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was damit anfangen. Wenn ihr Fragen habt, wie ihr das bekommt, Zeitquest technisch, weil ich habe kein Zeitquest-Tutorial auf meinem Kanal. Das habe ich echt bis heute nicht hinbekommen. Tut mir leid, aber es gibt so viele Tutorials auf YouTube. Und wenn ich euch da irgendwie helfen kann, dann sprecht mich an. Dann mache ich das natürlich. Gut. Dann lasst mir ein Däumchen dafür, das Ding. Würde ich mich riesig freuen. Ich spiele das auf jeden Fall weiter. Tolles Spiel, auf jeden Fall. Dann gerne ein Abo dalassen. Wenn ihr noch keins habt, würde ich mich freuen. Ich schaue auch in Zeitquest-Sachen rein, seht ihr. Und auch natürlich auf eure Empfehlungen hin. Wenn ihr mir was empfehlt oder sagt, schau da mal rein, was sagst du dazu, mache ich das natürlich auch gerne, gar keine Frage. Gut, jetzt genug geschnackt. Selber spielen, Däumchen dalassen. Und bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao, euer Sascha. Macht's gut.